Welche positive Eigenschaft soll erhöht werden? Körperkraft. Damit er endlich seinen Schuppenpanzer tragen kann. Was soll gesenkt werden? Die Höhenangst. Oh, sehr schön. Lebensenergie steigt um 4, das ist auch okay. Kampf. Waffenlos. Geschafft. Erhöhen wir mal Attacke. Dann Hiebwaffen. Wir erhöhen jetzt bei allen Sachen immer nur die Attacke. Denn Parade werden wir eh immer recht gering haben, weil wir so schwer beladen sind durch die ganze Rüstung. Äxte, das muss jetzt gelingen. Komm schon. Ja, geschafft. Alles auf Attacke. Sehr schön. Körper. Körperbeherrschung 8. Schleichen 3. Schwimmen. Schwimmen erhöhen wir nochmal. Schwimmen erhöhen wir nochmal. Verstecken, Zechen. Zechen versuchen wir nochmal zu steigern, auch wenn es recht schwer ist. Oh, geschafft. Was haben wir noch? Gefahr. Instinkt, Sinnesschärfe. Fahrzeuge. Auch geschafft. Das klappt ja richtig gut bisher. Wissen braucht er gar nichts. Natur braucht er auch nichts. Gesellschaft bräuchte er eigentlich auch nichts. Aber ich erhöhe zweimal Feilschen bei ihm. Einfach nur, weil es so in seiner Natur liegt. So. Was haben wir hier noch? Fahrzeuge lenken haben wir schon gesteigert. Abrichten brauchen wir nicht. Schlösser knacken. Na gut, dann erhöhen wir nochmal Klettern. Schleichen. Und verstecken. So. Gero an einer Stufe erreicht. Hoffentlich mal mehr als 3 Lebenspunkte. Aber erstmal Körperkraft steigern. Und was senken wir denn mal? Wir senken mal die Totenangst. Geschafft. Lebensenergie steigt um 4 Punkte. Hey, hey, hey. Das ist doch mal ordentlich. Attacke Parade erhöht sich. Und Kampf. Wir würden gerne waffenlos haben. Alles auf Attacke. Wir würden gerne Schwerter haben. Und wir hätten noch gerne 2 Hände. Immer noch 2 Hände. Komm schon, 2 Hände. Das war knapp. Körper, was haben wir hier? Klettern ist okay, Körperbeherrschung könnte noch höher. Schwimmen ist okay, Selbstbeherrschung könnte auch noch höher. Machen wir erstmal Körperbeherrschung. Nur einmal geschafft, schade. Selbstbeherrschung, einmal geschafft. Zweimal geschafft, ne? Also. Hier muss er nichts steigern. Bei den Wissenstalenten muss er immer noch Kriegskunst steigern. Komm schon. Dreimal daneben. Also wir können es jetzt gar nicht mehr steigern, obwohl wir es normalerweise dreimal hätten steigern können. Das ist ärgerlich. Na gut, dann nochmal Gefahreninstinkt. Sinnesschärfe und jetzt haben wir noch 2 Punkte zum Verprassen quasi. Ne, bei ihm Heilkunde Wunden jetzt anzufangen würde nicht viel Sinn machen. Dann erhöhen wir mal irgendein Gesellschaftstalent. Oh, oder noch besser, wir erhöhen Zechen. So. Mürrem, das wird jetzt ein wenig länger dauern. Also bei den ganzen Magiekundigen. Wir wollen erhöhen. Einmal noch Körperkraft. Danach gucken wir weiter. So, und wir würden gerne senken. Raumangst. Geschafft. 4 Punkte zu verteilen, das ist nicht viel. Machen wir mal 2 und 2. Wir würden gerne erhöhen. Stichwaffen. Wir würden gerne erhöhen. Speere. Und Schusswaffen. Komm schon, letzte Chance, Schusswaffen. Ach, nicht geschafft. Natur, Fährten suchen, auf jeden Fall. Zweimal geschafft, schöne Sache. Dann nochmal fesseln. Ja, bei ihr werden die Punkte viel zu schnell weggehen, weil sie halt so viel steigern muss. Orientierung auch sehr wichtig. Tierkunde sowieso. Wildnisleben natürlich auch. Und schon haben wir gleich keine Punkte mehr. Nee.
auf jeden Fall noch Sinnesschärfe und Gefahreninstinkt versuchen zu steigern. Und Misslung. Ah, schade. Das bräuchte sie eigentlich, wenn sie vorne in der Gruppe läuft, um die Sachen zu finden. Aber na gut. Beherrschung brechen. Band Baladin. Und das andere auch noch. Band und Fessel. Es linkt immer. Na gut, machen wir es mit den wichtigen Sachen. Blitzdicht finden auch ein-, zweimal steigern. Obwohl 8 eigentlich schon hoch genug ist, aber... Fulminictus ist 9. Dann steigern wir doch mal lieber scharfes Auge. Und Acceleratus auf 7. Sehr schön. Spurlos, Trittlos, Fährtenlos erhöhen wir auch mal. Verwandlung wollte ich noch machen mit ihr. Also Adlerwolf und Hammerhai. Noch irgendwas hier bei Verwandlung? Visibili Vanita. Unsichtbarkeit. So. Heilung. Tiere heilen. Geht nicht mehr. Hellsicht. Adlerauge. 4 Punkte noch. Na gut, probieren wir nochmal Fulminictus. Zweimal daneben. Und können wir nochmal? Ja, dreimal daneben. Super. Und letzter Punkt auf Blitzdefend. Und geschafft. Sehr schön. Eine neue Stufe für Talana. Wir würden gerne erhöhen Körperkraft. Wir würden gerne senken. Ja, Goldgier. Geschafft. Magie Resistenz hat sich auf 15 verändert. Und 3 Punkte zur Verteilung. Das ist doch albern. Na gut, wir packen jetzt mal 3 Punkte auf Lebensenergie. Weil sonst kippt sie später viel zu schnell um. So, zugunsten ihrer Strategie auf 10 Steigerungen und Zauberfertigkeit verzichtet werden. Ja. Möchten Sie Steigerungsversuche umwandeln? Nein, diesmal. Wir erhöhen nämlich Speere. Das wird immer schwieriger. Dreimal misslungen. Das ist jetzt doof. Wie schaut's hier aus? Klettern ist sie bei 3. Schwimmen ist sie auch bei 3. Und Wissenstalente müsste sie eigentlich fast alle steigern. Na gut. Machen wir erstmal die niedrigsten Wissenstalente um einen hoch. Der will nicht. Geschichte will nicht, obwohl es nur auf 6 war. Das ist ja auch. So, dann hab ich vergessen, bei Mürrem Heilkunde Wunden zu steigern. Sie sollte doch unsere Ersatzheilerin werden. Das ist jetzt ärgerlich. Was hat Talana noch so? Achso, ja genau. Klettern einmal. Schwimmen einmal. Wie schaut's bei Alchemie aus? Und was war Alchemie? Wissen? Alchemie hat sie 8. Das ist okay. Dann steigern wir nochmal Lesen. Sprachen. Und Magiekunde. Damit werden die Punkte schon mal weg. So, Antimagie. Verwandlung beenden. Auf jeden Fall. So. Oh, das können wir nur einmal steigern pro Stufenaufstieg. Oh, das ist übel. Das könnte noch ein echtes Problem werden. So, Guardianum nehmen wir noch. Beherrschung brechen nehmen wir noch. Horiphobus nehmen wir auch noch mit. Na komm schon. So. Geisterbann wollte ich noch erhöhen ein wenig. Bewegung. Foramen hat sie 6. Motorikus 5. Transversales nochmal, damit wir nicht ganz so viel Astralenergie verschwenden. Durch Konzentrationsstörung. Heilung. Balsam Unclarum Purum. Na komm schon. Balsam, das wir schon mal nicht mehr. Clarum Purum dürfte sie auf jeden Fall schaffen.
Genau. So, Kampf. Ignifaxius. Letzter Versuch, komm schon. Ich wollte ihn eigentlich... Hätten wir auch zwei, dreimal steigern können. So, was haben wir noch? Irgendwas, was ich bei jedem Stufenaufstieg mitnehmen wollte. Feuerbann? Nein. Visibili ist jetzt auch schon langsam zu spät. Armatrutz. Gut, nehmen wir Armatrutz mit. Verständigung. Nekropathia können wir mal machen. So, Illusion. Duplikatus. Hellsicht. Analyse hat sie 4. Ohne Makanum Penetrizel vielleicht nochmal, obwohl es gar nicht so häufig daneben ging. So. Nehmen wir nochmal Illusion Bann, damit es auf minus 4 ist und wir es im Notfall sprechen können. Haben wir hier noch irgendwas anderes, was wir auf 4 bringen könnten? Also minus 4? Nee, nee. Acceleratus. Nee, das machen die Elfen. Harmlos. Nee. Na gut, dann halt Kampfzauber. Blitz dich find, hat sie noch recht niedrig. So. Saftkraft Monstermacht oder so ähnlich. Nee, Plumbumbarum mag ich nicht so unbedingt. Wir könnten noch Fulminictus steigern, aber na komm, was soll's. Letzter Punkt. Letzter Punkt. Habe ich irgendwas übersehen? Habe ich schon. Mutabili, Paralü. Nehmen wir nochmal Paralü. Jallen. Auch einmal Körperkraft. Und Aberglaube hat sie noch 3. Das versuchen wir mal zu senken, auch wenn das recht schwierig sein wird. Misslungen. Schade. 4 Punkte zum Verteilen. Nehmen wir mal 2-2. Und wir würden gerne steigern. Waffenlos. Wir würden gerne steigern. Stichwaffen. Wir würden gerne steigern. Schusswaffen. Geschafft. Okay, dann würden wir gerne alle Heiltalente steigern, bevor wir irgendwas anderes machen und da Punkte verschwenden. So. Heilkunde Gift haben wir schon 2-mal gesteigert. Können wir auch nicht mehr. Gut. Krankheit. Gehen uns auch langsam die Punkte aus. Wir haben nur noch 5 Punkte. Pflanzenkunde müssten wir eigentlich auch noch steigern. Aber gut, wir versuchen jetzt erstmal. Krankheiten ging nicht mehr. Heilkunde Wunden. Komm schon. 3-mal Misslungen. Das ist nicht gut. Was haben wir hier? Klettern hat sie 5. Schwimmen hat sie 5. Ist okay. Intuition hat sie wenig, aber sie läuft ja auch nicht vor. Bleibt echt nur noch Pflanzenkunde. Geschafft. Wenigstens etwas. Und misslungen. So, du sollst bitte gucken, wie häufig du Verwandlung beenden steigern kannst. Auch nur einmal pro Stufe. So, was war den? Steigern. Heilung. Geschafft. Gleich nochmal. Misslungen. Du versuchst auch mal Clarum Purum zu steigern. Und Acceleratus auf einen einigermaßen verträglichen Wert zu bringen. Ja, schaut gut aus. Kampf. Fulmen. Immer noch Fulmen. Und hey, jetzt hat's hingehauen. Schöne Sache. Hattest du noch irgendetwas anderes? Silentium. Das war jetzt falsch. Nochmal Silentium. Jupp. Verwandlung. Du hast Armatrutz. Das ist gut. Du hast Visibili. Das ist auch gut und reicht auch erstmal. Keine Verständigung.
keine ordentliche Illusion. Exposami-Kreatur, das. Eigenschaften seid gelesen. Sensibar. Nur noch 3 Punkte. Hier hat sie nichts. Dann steige doch nochmal beim Balladin. 1 Punkt. Kampf. Blitz, ich finde. Misslungen. Na gut. Allem in allem bin ich zufrieden. Also wir hätten noch bei Myrim die Heilkunde-Sachen steigern können und allgemein hätten die Würfel ein wenig besser fallen können. Gerade was bei den Zauberkundigen angeht, die Punkte, die zum Verteilen hatten zwischen Lebensenergie und Astralenergie, waren doch recht mau. Aber damit werden wir schon klarkommen. So, Spielstand. Speichern. 82 und wir sehen uns gleich wieder.